Servus und willkommen wieder bei Max Works. Ja, hier beim letzten Mal habe ich hier noch ein bisschen schnell aufgeräumt und sonst nichts mehr gemacht. Das ist übrigens, ich habe noch nichts verpasst, das ist nur mal lose reingelegt. Das passt auch nicht, das war einfach nur, um uns mal zu entscheiden, wie rum verlegen wir den Boden überhaupt. Weil eigentlich gibt es hier keine Regel, dass die Maserung bzw. die Fugen in der Längsrichtung immer zum Licht sein sollen. Das Fenster ist aber in der Richtung. Das sagt man, damit man möglichst wenig Stöße drin hat, damit das Ganze ruhig wirkt. Jetzt haben wir hier aber einen sehr schmalen und langen Raum, was dazu führt, dass wenn ich das so mache, dass der Raum noch länger und noch schmäler wirkt. Und um dem entgegenzuwirken, gilt eine andere Regel. Die Maserung verbreitert auch gerne mal den Raum. Deswegen legen wir es quer rein. Dadurch wird der schmale Raum optisch breiter, nicht mehr ganz so lang und wirkt dadurch auch insgesamt größer. Ja. Deswegen liegt das hier, das räume ich jetzt dann weg. Und bevor wir hier richtig loslegen, gibt es da hinten eine Kleinigkeit zu machen. Die hat nämlich eine Stunde Trocknungszeit. Die habe ich nicht, aber die nutze ich dann schon. Und das schauen wir uns gleich mal nach dem Intro an. Und zwar geht es hier rum, um den Abschluss an der Tür. Ich kann jetzt natürlich einfach das Vinyl ausschneiden, hier in die Türöffnung, in die Zarge rein. Ein bisschen Abstand lassen, das Ganze einfach mit Silikon abfugen später. Muss ich im Bereich vom Türstock sowieso. Oder, und das ist die feinere Variante, ich nehme hier so ein Abschlussprofil. Das ist ein Profil, wo ich dann später meinen Bodenbelag so einlegen kann und dann diese Schnittkante einfach mit dem Gegenprofil einfach zumachen kann. Und dann wandert hier der Boden aus dieser Abschlussleiste raus. Und die kann man entweder schrauben oder aber einfach mit dem Montagekleber, den habe ich schon hier liegen, kann ich mir den einfach festkleben. Und weil der eine Stunde braucht, um hart zu werden, es ist halt kein Sekundenkleber, werde ich damit jetzt anfangen und vor allem auch schon mal Gedanken machen. Ich muss ja schauen, dass ich mit den Platten rauskomme und dass ich am Anfang oder am Ende keine Abschnitte unter 5 cm habe. Wenn es wirklich nicht anders geht, auch schon die erste Reihe erstmal anschneiden, damit man hinten richtig rauskommt. Und das muss an allen Ecken und Enden passen. Und das wird eine Riesenrechnerei, ich kenne mich. Wahrscheinlich sitze ich nachher am CAD. Jetzt schon super. Trotzdem lassen wir den eine Stunde ablüften. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist nämlich, wenn ich jetzt hier aus der Wand etwas schräg rauskomme, ich muss hier schon abschneiden. Das heißt, wenn ich hier eine ganze Platte liegen habe, muss ich die hier schon einschneiden. Und damit ich diesen wahrscheinlich unsauberen Schnitt nicht wirklich sehen kann, habe ich hier mit dieser Abdeckleiste fast einen halben, dreiviertel Zentimeter, wo ich Spiel habe, um das Ganze dann ordentlich zu verstecken. Und die Anschlagleiste ist jetzt, oder der Anschlagleiste ist jetzt fest. Jetzt kann ich eigentlich anfangen, hier meine erste Bahn zu verlegen. Eigentlich deswegen, weil hier gibt es natürlich noch ein kleines Problem. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zeichne mir das hier halbwegs sinnvoll ab und schneide es dann aus, dann kann ich da hinfahren. Oder, weil ich ja eh die Anschlagleiste habe, die hier ziemlich genauso viel Abstand aufweist wie das hier, ich säge mir meinen Türstock ab. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ich das hier verlegt habe. Aber es geht auch so. Und zwar nehme ich mir dafür eine Japansäge. Das tue ich mal weg. Und ein Brettchen, das ein bisschen höher ist wie das hier. Also ich habe jetzt einen Millimeter mehr. Und dann kann ich mir das einfach dahinlegen mit meinem zahnlosen Tiger hier. Und kann jetzt den Türstock sauber auf der Höhe absägen, wenn er hier unten nicht aufhört und ich ihn einfach rausschieben könnte, muss ich ihn von unten auch nochmal ansägen, dann kann ich ihn mir zur Not noch mit so einem Stemmeisen einfach rausklopfen, das habe ich auf der anderen Seite schon gemacht. Und dann kann ich das Vinyl nämlich einfach durch die Tür durchlegen. Und siehe da, ich kann das jetzt ganz einfach hier durchlegen und habe die Tür auch gleich noch als Orientierung. Was jetzt hier an Übergängen zu sehen ist,
das kann ich später abfugen. Und das hier, das macht gar nichts. Die Sockelleiste trägt 16 mm auf. Jetzt konnte ich die erste Platte ganz sauber da anlegen. Und jetzt geht es weiter mit der zweiten. Und ich kann mir das jetzt natürlich messen und sagen, pass auf, ich brauche bis darüber 73,5. Und kann mir das natürlich anzeichnen. Ich kann aber auch einfach die Platte einmal um 180 Grad drehen, mir die anlegen und dann auf der Unterseite kurz anzeichnen. Und wenn ich jetzt messe, dann liegt mein Strich hier bei 73,5. Geht also beides. Jetzt auch noch eine kleine Anmerkung zu den Abständen. Ich habe meine Platte von dem Vinyl jetzt bis an den Rand beim Streifen gelegt, den ich ja von der Ausgleichsmasse sowieso noch drin hatte. Wenn ihr jetzt keine Ausgleichsmasse gemacht habt und man keinen von diesen Randdämmstreifen drin hat, dann nimmt man sich solche Keile, die kriegt man einfach rein, legt sie rein, dass man da immer einen Abstand hat. Und wie viel Abstand man da braucht, das hängt immer davon ab, wie groß ist der Raum. Das ist beim Klickvinyl, weil der sich bei Temperaturen einfach ein bisschen arbeiten können muss, ist bei meinem jetzt zum Beispiel eine Grafik drauf, bei Spannweiten bis 5 Meter brauche ich 5 mm mindestens Abstand zum Rand. Der Rand im Streifen hat 6 mm, muss ich nichts machen. Wenn mein Raum größer wäre und die Spannweiten entsprechend größer, müsste ich natürlich auch noch was einlegen. Aber für mich perfekt. Ich kann einfach loslegen. Und wie ich jetzt die eine Platte schneide da drüben, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zum einen die Platte einfach an der Stelle, wo ich sie brauche, mit dem Cutter scharf vorschneiden und brechen. Ich kann sie auch mit der Stichsäge schneiden, mit der Tauchpresssäge. Ich kann sie eigentlich mit allen sägen. Oder es gibt so Schneidemaschinen, wie mit dem Fallmesser für Papier, kann ich einfach abschneiden, habe ich mir geholt. Und falls jetzt jemand auf die Idee kommt, mir die Frage zu stellen in den Kommentaren, hey, du hast die Trittschalldämmungsfolie vergessen. Ich habe mein hochwertigen Laminat geholt von Kehrs, da ist der unten schon mit drauf, das ist eine Komplettplatte, da ist alles mit dran. Ich muss also keine Folie mehr verlegen, nichts. Kann einfach loslegen. Schneide ich die Platte mal ab und gnade mir Gott, wenn ich die versäg. Wenn man die ersten 3-4 reingelegt hat, kann man noch ein bisschen ausrichten. Da schwimmt er noch ein bisschen, aber danach wird schwierig. So, genug gelabert. Es ist nicht ganz durchgegangen, aber das macht nichts. Ich cutte das jetzt einfach fertig. Vielleicht klappt es beim zweiten Mal dann besser. Man muss ja üben. So, und wenn ich die Platte gescheit eingelegt habe, dann kann ich hier, wie der Name schon sagt, Klick-Vinyl mit genügend Kraft oder alternativ mit dem Gummihammer die beiden Platten formschlüssig verbinden. Wie man sieht, bleiben die jetzt zusammen. Jetzt kann ich da drüben einfach wieder anfangen. Und nachdem das Stückchen hier, muss ich noch wegschneiden, nachdem das Stückchen hier länger als 30 cm ist, kann ich das jetzt gleich wieder als Ansatz drüben nehmen, weil ich liege im wilden Verband. Hier muss man dann übrigens nicht klopfen, weil das Ganze, wenn ich es fallen lasse, schon ineinander verzahnt und somit in sich hält. Und schon werde ich anfangen, meine eigenen Regeln zu brechen. Die 30 cm werde ich jetzt mal unterschreiten, und zwar um ganze 4,5 cm. Weil sonst müsste ich das Teil da wegschmeißen oder erstmal auf den Stapel legen und mir ein etwas kürzeres Stück zuschneiden, nur damit ich hier auf 30 cm komme. Ich sage jetzt mal, schneide mir hier das runter, was ich brauche. Es ist sowieso eine Ecke, wo wahrscheinlich nie Last drauf kommt. Da geht die Tür auf und man geht ja doch eher so ins Zimmer. Meine Meinung, würdet ihr es anders machen? Schreibt es mal in die Kommentare.